Hey Leute und willkommen zurück zu We Play Oldschool. Ich bin Max Holzer und ihr seid bei einer neuen Folge GTA 5 Online Tipps und Tricks. Heute mal wieder ganz Oldschool-like ein Glitch-Video, weil die ganzen Import-Export-Update-Autos draußen sind und ich mal wieder Bock auf Glitches hatte. Ich zeige euch heute jedenfalls, wie ihr mit dem Runa 2000 da hinten ganz easy unter der Map fliegen könnt. Es ist mal wieder Solo, weil ich weiß, die meisten von euch wollen Solo-Glitches, also die ihr allein machen könnt, wo ihr keinen Kumpel zu braucht. Jedenfalls, als allererstes braucht ihr logischerweise erstmal den Runa 2000. Und dann begibt ihr euch, fahrt ihr einfach mit dem Runa hier an diese Position, wo ich gerade stehe. Das ist nämlich da drüben diese Wand da, wo ich jetzt gleich durchfahren werde. Da könnt ihr nämlich unter der Map langfliegen. Das ist halt aber jetzt so, das ist ein kleines Problem. Das geht nicht in allen Sitzungen, weil in manchen Sitzungen ist es so, da hat es Rockstar halt so gepatcht, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel einfach nur so ranlauft oder versucht durchzufahren, sterbt ihr sofort, dann fragt ihr und ihr, das geht einfach nicht. Also ihr müsst dann einfach das so umgehen, ihr geht einfach auf Online und neue Sitzung finden und sucht dann so lange eine neue Sitzung, bis ihr, das könnt ihr so ganz einfach ausprobieren, indem ihr einfach hier so ranlauft, bis ihr ganz normal ranlaufen könnt, ohne zu sterben. Ansonsten, jo, sterbt ihr einfach, weil hat halt Rockstar so gepatcht, keine Ahnung. Die wollen halt nicht, dass man diese ganzen Wall Breaches und Glitches ausnutzt dafür. Geht auch natürlich mit allen anderen Wall Breaches, wo ihr merkt, shit, ich sterbe hier einfach. Warum komme ich nicht in den Wall Breach? Ja, also einfach neue Sitzung finden, bis das geht. So, dann einfach Gas geben und hier so an der Ecke durchballern, Fallschirm auf. Und ihr könnt ganz easy unter der Map lang schweben mit dem Runa, wer schon mal da Bock drauf hatte, hier so lang zu schweben mit dem Fallschirm. Mit dem Auto war ja bis jetzt glaube ich nicht möglich. Erst ab dem Import-Export-Update kann man ja mit einem Auto unter der Map so lang schweben. Ist ja logischerweise das einzige Auto, was einen Fallschirm hat. Ansonsten ging es vorher immer jo, ganz normal mit eurem eigenen Fallschirm, den ihr so an eurem Körper dran habt. Aber jetzt natürlich auch mit dem Runa. Was noch cool ist, vielleicht wissen es ja einige, unter der Map sind so bestimmte geheime Orte, geheime Räume versteckt. Und für die, die es schaffen, die Glück haben, die können sogar in der 10er Garage landen. Also wenn ihr eine 10er Garage habt, die ist hier. Ich zeige es euch mal gleich auf der Map. Ich glaube, ich werde es sowieso jetzt gerade nicht schaffen. Manche haben es schon geschafft, aber ich habe es ewig probiert. Bis jetzt habe ich es nicht geschafft. Jedenfalls ist hier, wenn ihr unter der Map ungefähr hier in diesem Bereich lang fliegt, so hier so bei dieser Ecke, dann kann es passieren, dass ihr einfach in der 10er Garage dann spawnt und sozusagen euren Runa in der Garage habt. Coole Sache. Morgen werde ich mal euch noch ein anderes Video rausbringen, wo ich euch, ich sag mal vielleicht so die Top 5, die Top 5 der coolsten Orte unter der Map zeige, für die, die es halt noch nicht wissen. So, das war's jetzt immer. Wieder mal ein kurzes Video, nicht 10 Minuten. danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ihr haut rein und ich bin raus. Peace out. Bye bye. Ciao, ciao.